Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind The Disneys und wir nehmen euch mit auf unsere Reise hier in Orlando. So Leute, Tag 8. Den starten wir heute mal nicht direkt mit dem Park, sondern wir gehen erstmal zu Walmart. Walmart ist ja direkt gegenüber von unserem Hotel. Und wir möchten uns jetzt schon mal eindecken mit den hauptsächlich Süßigkeiten, würde ich sagen, die wir mit nach Deutschland bringen wollen. Also ich denke, es sind größtenteils werden das Cereals sein, weil die hier einfach super, super günstig sind im Vergleich zu unseren Candy-Läden, die wir bei uns in Deutschland haben. Da kostet zum Beispiel fast ein Kilo Reese's Puffs und ich liebe Reese's Puffs, gerade mal 3-4 Dollar. Und das gleiche gibt es auch von allen anderen amerikanischen Cereals hier. Und davon wollen wir jetzt so ein bisschen was kaufen. Zeige ich euch aber auch gleich, was wir da, wofür wir uns entschieden haben. Und danach geht es dann auf jeden Fall für den vorletzten Tag für uns in die Hollywood Studios. Da wollen wir heute eigentlich auch nochmal das Feuerwerk sehen. Ich hoffe, das schaffen wir. Und ja, jetzt nehme ich euch erstmal mit in Walmart. So Leute, wir haben uns jetzt hier erstmal niedergelassen und sind in ein Mobile Order Restaurant gegangen. Hier haben wir zwei kleine Caesar Salads, die kommen direkt mit der Pizza. Ein paar Breadsticks haben wir dazu bestellt und ein großes Getränk. Alles zusammen hat gekostet, inklusive Tax, 34 Dollar. Clear the way. Yes, we are. Everyone, our disorders on your family holiday, it's nefarious and deplorable. It's both things. But good news, your savior is here, the supreme leader. He's come to protect all of you, Ava. Doesn't that feel like a warm first order hug? To feel safe? To feel seen? Please, offer him the respect he deserves. You can clap now. It's all right. Sounds like someone's booing, but it's so weak that I can barely... We need information. Of course. I don't care if you get it from a pirate, a thief, or a traveler. But get it! Am I clear, Lieutenant? Yes! Ah! You are clear! You are clear, sir! So Leute, wir sind jetzt gerade nochmal Smugglers Run gefahren, allerdings im Single Rider und haben nicht mal 5 Minuten gewartet. Das hat sich echt gelohnt. Dementsprechend sind wir auch getrennt voneinander gefahren, obwohl es auch trotzdem passieren kann, dass die Single Rider, es wurden einige auch zu zweit aufgerufen. Was bist du gewesen? Ich war Ingenieur. Und? Super, ja. Mein zweiter Ingenieur hat leider nichts getan, deswegen war meine Seite des Schiffs super in Ordnung, aber seine leider nicht. Ja, ich bin Gunner gewesen, musste also die ganze Zeit schießen. Allerdings muss man dazu sagen, hinter mir der Engineer, der wusste anscheinend auch nicht, was er da tun soll. Der hat einfach die Show genossen. Und dementsprechend, weil ich mit an seine Knöpfe dran kam, habe ich einfach alles gemacht. Und seine Seite ist hinterher auch komplett in Ordnung, noch heile wieder angekommen. Und am Ende hat er mich dann gefragt, ob ich das erste Mal gemacht habe. Und ich habe gesagt, nein. Aber du hättest mal ein paar mehr Knöpfe drücken müssen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, macht es super Spaß. Man sollte sich das auf jeden Fall mal anschauen. Und es ist echt ein cooler, interaktiver Ride. Line up behind the train. And engineers, you harpoon that precious cargo. And as we always say here at Onaka Transport Solutions,
Get out of here and go make hustle some money. Left pilot, brakes! Oh, my friends, that could have been much worse than a container of coaxia! Pilots, line up behind the plane so we can harpoon that last car! Flight engineer! I'm gonna go check on Boo and see if she finished lunch yet. So Leute, wir haben ja schon festgestellt, dass in unseren Augen der Kaffee bei Joffreys nicht ganz so gut war. Dafür könnt ihr aber was ganz besonders gut, und zwar das hier. Donuts. Die Donuts sind echt sensationell, die sind riesengroß, sehr, sehr lecker. Und ich glaube, kosten immer so 5, 6 Dollar irgendwie, ne? Ja, also voll okay für die Größe auch. Ja, wir haben uns jetzt hier auf jeden Fall ein Plätzchen gesucht am Pixar's Place. Der ist auch echt schön. Hier lief gerade schon Frozone rum und man kann da hinten Bilder mit Sully machen, da stehen kaum Leute an. Also den Pixar's Place, den kann man sich auf jeden Fall mal anschauen hier. Finde ich, ist ein ganz schönes, ruhiges Plätzchen. Wenn man auch mal eine Sekunde für sich haben möchte, kann man hier hinkommen. So Leute, wir haben uns jetzt gerade von Mickey und Minnie verabschiedet bei Mickey und Minnie's Runaway Wayway. Wie war's? Das war auch schon wunderschön. Ja, es ist schon eine sehr schöne Bahn. Ich wünsche mir auch das Disneyland Paris. Ja, das sollte man echt machen. Jetzt gehen wir rüber zu Star Tours, das haben wir bisher noch nicht gemacht. Ja. Schauen wir mal, ob die uns hier andere Filme zeigen als bei uns. Und ansonsten warten wir gerade auf bessere Wartezeiten für Rise of Resistance, weil wir es nicht einsehen, da nochmal 44 Dollar für zu bezahlen. Aber und das... für 115 Minuten warten. Genau, aber das wollen wir in jedem Fall heute nochmal machen. Was ich euch übrigens auch mal zeigen muss, sind diese Wartezeiten hier, denn das macht Orlando definitiv besser als Disneyland Paris. Egal, ob man Minnie, Mickey oder die Prinzessinnen treffen kann. Also zum einen, die Wartezeiten sind viel, viel besser, die Spots sind viel, viel schöner und man weiß immer ganz genau, wen man treffen kann. Nicht wie bei uns beim Princess Pavilion, dass man hingeht, sich 3 Stunden anstellt und teilweise nicht mal weiß, wen man da gerade trifft. Das ist hier ganz anders. Merida hat ihren eigenen Platz auch, Belle hat ihren eigenen Platz, Ariel hat ihre eigene Grotte und die Wartezeiten sind nie länger als irgendwie 30, 40 Minuten. Also das ist wirklich deutlich besser hier. So ihr Lieben, kleine Planänderung. Wir haben uns dann jetzt doch mal hier angestellt. Es waren nicht im Ansatz 30 Minuten, wie es da stand, sondern deutlich kürzer. Wen haben wir getroffen? Mickey als Zauberer und Minnie. Genau, und es war echt schön, ne? Ja. Die haben sich wirklich Zeit genommen. Beide haben Fotografen auch da. Und ganz ehrlich, knapp 20 Minuten anstehen für die beiden, das gäbe es in Paris, glaube ich, überhaupt nicht. Das stimmt. So Leute, wir sind jetzt Star Tours gefahren. Im Wartebereich kommt man sich vor wie in Paris, würde ich sagen. Und vom Film her? Vom Film her war es auch nicht anders als in Paris. Genau, also ich glaube, den mit Poe Dameron, den wir jetzt hatten, haben wir noch so noch nicht gesehen. Den haben wir noch nicht gesehen. Aber alles andere war auf jeden Fall gleich. Also es ist aber eins zu. Mal auf Englisch. Genau, aber es ist eins zu eins die gleiche Attraktion. Aber wenn ihr es auch so liebt, solltet ihr es euch auf jeden Fall anschauen. Check the laser guns. Who knows what station we will run into? All right, Arthur, I'll get you a full power reading. Now, shut down the system before you discharge. Was sind wir gerade gefahren? Rise of the Resistance. Letztes Mal, ne? Ja. Ich würde aber tatsächlich sagen, wir haben jetzt, wie viel Uhr? 18.03 Uhr, also wir sind jetzt circa eine halbe Stunde maximal in der Warteschlange gewesen. 40 Minuten waren angesagt. Also Stand jetzt, wo
die Lightning Lane für Rise of Resistance so teuer zusätzlich ist, mit $22 pro Kopf, wir haben das ja vor ein paar Tagen selbst gemacht, würde ich es euch ehrlich gesagt nicht mehr empfehlen, sondern ich würde einfach sagen, geht so gegen die frühe Abendzeit, späte Nachmittagszeit hier hin, schaut euch die Wartezeiten an und ich glaube, es lohnt sich mehr. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, glaube ich, bleibt es auf jeden Fall unsere Lieblingsbahn hier in den Studios. Auf jeden Fall. Und vielleicht sogar im ganzen Park, aber das müssen wir noch ein bisschen ausdiskutieren. Wir haben jetzt gerade Chewbacca und BB-8 getroffen. Also zwei Charaktere quasi auf einmal, aber zwei verschiedene Rollen. Wartezeit war auf jeden Fall gerade eben bei Chewie eigentlich noch mit 25 angegeben. Wir haben aber deutlich kürzer gewartet. Also ich würde sagen, 15 Minuten kommt schon ziemlich genau hin. Bei BB-8 war es tatsächlich nicht mal 10 Minuten. Also ich würde sagen, wir konnten so durchlaufen. Wir hatten, glaube ich, zwei Leute vor uns. Ja, super süß auf jeden Fall. So ihr Lieben, es ist jetzt kurz nach 7:30. Ich bin Tower of Terror gefahren und es war angegeben 20 Minuten Wartezeit. Ich wollte es den ganzen Tag nicht machen, weil es teilweise eine Stunde und länger war. Und die 20 Minuten waren absolut gelogen, also ich bin direkt durchgelaufen. Es gab quasi keine Wartezeit. Und ich würde es jedem empfehlen, auch wenn der Tower von außen so aussieht wie unserer und auch von innen erstmal alles so ist, es ist doch ganz, ganz anders. Also der Wagen, der bewegt sich wirklich auch in der Etage teilweise. Es sind ganz andere Effekte, die da verwendet werden. Und ja, ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen, das Ganze hier auch zu fahren. Und wie gesagt, dann am besten irgendwie gegen Abend, weil jetzt gerade sind die Wartezeiten wirklich echt entspannt. This door with the key of imagination. Beyond it is another dimension. A dimension of sound. A dimension of sight. A dimension of mind. You're moving into a land of both shadow and substance. His own right. A beating for the show business elite. Now, something is about to happen that will change all that. Ihr Lieben, wir gucken uns jetzt hier gerade oder gleich die Show an. Wir warten gerade auf die Show. Ich habe jetzt hier einen Imagination Margarita. Hat sage und schreibe $17,50 gekostet. Wahrscheinlich nur, weil er leuchtet. Aber ich meine, gut, hier ist auch so der Alkohol sehr teuer. Wir warten das mal ab. Hier haben wir. Hoffentlich wird die Show nicht abgesagt. Hier haben wir Corn Dog Nuggets und mit Chips, das hat beides zusammen knapp $10 gekostet. So Leute, Tag 8 geht zu Ende. Morgen haben wir unseren letzten Tag hier in Orlando. Und was haben wir heute so gemacht? Wir waren heute in den Hollywood Studios. Da war es
recht entspannt tatsächlich. Also es war nicht sonderlich voll. Die Wartezeiten waren ganz okay. Vor allem, wenn man dann wirklich drauf geachtet hat. Wie gesagt, mein Tower of Terror hat mich kaum Wartezeit gekostet. Runaway Way Way war eigentlich auch ganz gut. Und Rise of the Resistance war auch gut. Und ja, unser Single Rider bei Smuggler's Run war auch richtig gut. Ja, wir haben echt alles nochmal machen können, was wir unbedingt wollten. Ja, haben noch ein paar tolle Charaktere getroffen. Genau, die zeigen wir euch dann auch auf jeden Fall auf Instagram. Weil da haben wir viele, viele Character-Meetings eigentlich gemacht. Ne? Ja. Es war BB-8 dabei, es war Chewbacca dabei, Minnie und Mickey. Boah, ich weiß gar nicht. Wir haben auf jeden Fall, Sully war mit dabei. Ja. Wir haben auf jeden Fall einige Character-Meetings gemacht. Und trotzdem aber auch einen recht entspannten Tag daraus gemacht heute. Wie gesagt, morgen wird es nochmal Magic Kingdom. Vielleicht werden wir noch Typhoon Lagoon machen. Vielleicht hängt ein bisschen vom Wetter ab und von unserer Lust. Aber ansonsten hoffen wir jetzt erstmal, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert gerne unseren Kanal oder Daumen hoch.